Genau, Peter hatte schon erwähnt, heute ein Thema predigt. Ich bin eben in Innsbruck gefragt worden, ob ich mal über evangelische Schulen predigen möchte. Also, und dann habe ich ein Thema predigt geschrieben. Wir haben zwar einen Text gelesen und das werde ich auch verwenden, aber ich werde es nicht sozusagen nur erklären. Es ist kein, ein Expository Preaching. Für diejenigen, die Englisch kennen, die wissen, was ich meine. Also ich werde während der Predigt auch einige Texte auch noch mit euch lesen, um über evangelische schon einiges uns hoffentlich zu ermutigen. Weil das ist mein Ziel heute, dass wir für evangelische schon ermutigt werden. Weißt du, dass du ein Stein bist? Du bist Baumaterial. Du bist ein Stein. Mein Vater baut im Moment ein Haus. Na, im Moment ist er schon etliche Jahre beschäftigt. Und immer versucht er, neue Materialien zu suchen und das stellt er zusammen und dann möchte er aus diesen verschiedenen Materialien ein schönes Haus bauen. Und was passiert? Mit der Zeit kommen Leute und die schauen vorbei und sagen, hey, Jan Heino, so heißt er, was hast du schön gemacht, das passt gut zusammen. Also er bekommt Lob von den Menschen, wenn er wirklich gut schaut und wenn er das gut zusammenbaut und verschiedene Materialien verwendet, verschiedene Bausteine. Auch du bist ein Baustein im Hand von Gott. Hinten hat das aber ein bisschen überrascht, glaube ich. Du bist ein Baustein, auch du. Auch Kinder oder Jugendlichen, wir sind alle Bausteine. Wir haben es gelesen in 1. Petrus 2. Und ich möchte ein paar Sachen wiederholen. Ich werde nicht den ganzen Text wieder lesen. Ja, genau, Vers 5. Wir sind lebendige Steine und Gott baut uns auf als ein geistliches Haus. Und dann weiter in Vers 9. Auch um wirklich euch zu ermutigen, wisst ihr, was ihr seid? Von Gottes Perspektive. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Das ist wirklich etwas Großartiges, dass der himmlische Baumeister euch so nennt. Und was ist das Ziel, dass er euch auserwählt hat, dass er euch genommen hat, zu seinem Tempel ein Haus zu bauen? Es steht auch in Vers 9. Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Tugenden, man kann auch sagen die Herrlichkeiten. Das ist eure Aufgabe. Also ihr seid Jubelsteine, Verkündigsteine. Und was für ein Haus baut Gott eigentlich? Aus diesem Text wird es uns schon klar, aber aus Epheser 2 noch klarer, dass er einen Tempel baut, einen heiligen Tempel, wo wir alle mit erbaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also wir werden aufgebaut zu einem Ort, wo Gott lebt. Und was tut Gott oder was passiert im Tempel im Alten Testament? Verschiedene Sachen. Es gibt Reinigung. Es gibt Verbindung zwischen den heiligen Gott und Menschen. Es gibt dort Verkündigung von seinen Herrlichkeiten. Und für diese Zwecke werden wir als Gemeinde aufgebaut, verwendet. Also kannst du dir vorstellen, du bist ein Stein in den Händen von unserem himmlischen Baumeister. Und ich denke, in diesem Rahmen steht auch Evangelisation, in das zu einem Tempel gebaut werden, dass wir Glauben teilen. Ich werde heute nicht allzu viel sagen über, was ist genau Evangelisation, wie können wir das am besten machen. Ich denke ganz kurz, was ist Evangelisation? Die gute Nachricht von Jesus Christus, dass er auferstanden ist, gestorben und auferstanden ist, dass wir das weiterleiten. Das kann in unserer Familie, bei Enkelkindern oder sonst Kinder, Nachbarn, es kann auf der Straße, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Genau, die gute Nachricht teilen. Aber es ist nicht immer einfach, oder? Ich denke, wir kennen es alle in unserer eigenen Situation. Es gibt Druck, es gibt manchmal Scham, es gibt manchmal schmerzhafte Begegnungen. Und wir fragen uns oft, ich auch manchmal, was werden die Leute denken? Oder wer bin ich eigentlich? Ja, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich, dass du Leute über Jesus Christus erzählen möchtest? Hast du die richtigen Antworten, wenn sie Fragen stellen? Stellst du die richtigen Fragen? Bist du vielleicht zu direkt? Vor allem für uns als Holländer ist das manchmal eine Frage. Bist du nicht direkt genug?
Brauchen wir mehr über die Hölle zu reden oder brauchen wir mehr die Liebe Gottes betonen? Irgendwie sind das gute Fragen. Aber bevor wir wissen, dann hat es unsere Freude genommen. Sind wir nicht mehr froh? Sind wir gelähmt? Und liebe Geschwister, also ich möchte heute hoffentlich mit meiner Predigt erreichen, dass wir nicht gelähmt sind, aber eben ermutigt sind, bevor wir evangelisieren, während wir evangelisieren und danach. Weil du wissen darfst, wer du bist. Also erstmal dein Herz. Du hast schon darauf hingewiesen, bei der Reinigung, Peter, unserem Herz. Und es ist oft trügerisch. Also wir brauchen es immer auf neu zu checken, zu prüfen. Was sind unsere Motivationen? Aber es gibt mehr dazu. Wir haben einen super Zuspruch von Gott bekommen. In Hebräer 10, und das möchte ich gerne lesen, ab Vers 19. Hebräer 10, Abvers 19. Es sind schwierige Verse. Hebräer ist nicht einfach, vor allem nicht, wenn man auf einmal einsteigt in ein paar Verse. Aber dort steht, da wir nun, ihr Brüder und Schwestern, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, ganz schwierig zusammengefasst, dank Jesus dürfen wir beim Gott kommen, bei dem heiligen Gott. Und das ist einfach super. Und dann, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung des Herzens, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Wie schaut dein Herz aus? Jesus' Blut hat dich besprengt und du bist gereinigt worden von einem bösen Gewissen. Dein ganzes Leib ist sauber gemacht worden, dank Jesus Opfer. Aber was hat das mit Evangelisation zu tun? Na, wir sind nicht immer in Halleluja-Stimmung. Auch ich nicht. Also ich in Innsbruck manchmal so, ich versuche einmal in der Woche zu evangelisieren und manchmal dann empfinde ich Druck. Aber wenn ich dann darüber nachdenke, Klaas, aber du bist frei. Dein Gewissen, du darfst kein böses Gewissen haben, du bist einfach frei. Das nimmt einen Druck von meinen Schultern und das lässt mich atmen. Also wenn du Jesus verkündigst, es sei bei einem Freund, es sei irgendwo, denk daran, wie dein Herz ist, was Jesus dir gegeben hat. Aber es gibt noch mehr, was wir über unserem Herz sagen können. Hesekiel 36, ich denke, sie sind ziemlich bekannt, die Verse, die ich lesen möchte. Es war Vers 25 und 26. Dort spricht Gott, und das trifft zuerst die Juden zu, das Volk damals, aber auch uns. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller euren Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euren Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das ist unglaublich. Wir hatten ein kaltes Herz, ekelhaft, Stein, es ist kalt, es bewegt nicht. Und Gott gibt uns ein lebendiges Herz, das klopft voller Liebe. Und was hat das mit Evangelisation zu tun? Für mich genau dasselbe eigentlich, wenn ich manchmal predige, weil Predigen ist nicht immer einfach, es ist manchmal auch mit Spannungen verbunden. Aber wenn ich daran denke, Klaas, was ist deine Aufgabe? Eigentlich drei Sachen: Gott lieb haben, sein Wort lieb haben und die Menschen lieb haben. Und wenn ich das in meinem Kopf habe, dann nimmt das auch wieder Druck weg und denke ich, ja genau, ich darf einfach die Liebe, die Gott in mir gegeben hat, fließen lassen und aus so einem Herz dienen, die gute Nachricht weiterbringen. Auch das nimmt Druck weg. Von unserem Herz gehen wir zu unseren Knien. Was für Knien hast du? Hast du geistliche Knien? Hast du evangelistische Knien? Ich möchte Epheser 3 lesen, ab Vers 14.
Dort schreibt Paulus, übrigens der große Evangelist mit viel Erfahrung und auch viel miterlebt hat: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Er betet um Kraft. Also, wenn du ein Nachfolger bist von Jesus, was kannst du machen ohne seinen Geist? Vielleicht einiges. Im Fleisch, also im Mensch können wir einiges leisten. Aber ist es geistlich? Hebt es? Bleibt es? Und wenn wir ohne Geist arbeiten, dann dauert es nicht lange, dann sind wir ausgepowert. Dann haben wir einen geistlichen Burnout. Gerade bei der Evangelisation. Dann brauchen wir Ausdauer und das kommt nur vom Geist. Und das ist, was der große Evangelist Paulus checkt. Er weiß es. Er betet für Kraft für die Gemeinde in Ephesus, aber er wird es sicher auch für sich selber gemacht haben. Er geht auf seinen Knie. Er beugt. Das heißt, er demütigt sich. Er tut sich unterordnen. Und das ist nicht für ein Gott, der ein strafender Gott ist, nur der sagt, hey, du musst für mich auf den Knie. Nein, er geht zu seinem liebhabenden Vater, weil er weiß, in Jesus darf ich zu ihm kommen und er wird mir geben, was ich brauche. Kraft, um meine Arbeit zu machen. Und auch für Ephesus, dass sie den Herrn nachfolgen können. Wir brauchen Kraft, wenn wir evangelisieren. Es ist wirklich egal, wie du ausschaust. Es ist irgendwie egal, wie dein körperlicher Zustand ist. Ich sage bewusst irgendwie. Wenn wir ganz viel Schmerzen im Körper haben, dann können wir so abgelenkt sein, dass es wirklich schwer ist, das Evangelium weiterzubringen. Das muss man dazu sagen. Aber es ist nicht davon abhängig. Du brauchst einen starken inneren Menschen. Und wenn diesen inneren Menschen stark ist, vom Geist gefüllt mit Kraft, dann kannst du das Evangelium weiterbringen. Glas. Muss jeder buchstäblich auf seine Knie gehen. Es gibt Menschen, die das Beste nicht machen können, weil sie danach nicht mehr aufstehen können. Unserem Alter spielt auch eine Rolle, aber wirklich Körpersprache spielt eine Rolle. Es ist, wir brauchen es nicht nur so auf der Seite zu schieben. Körpersprache spielt eine Rolle. Aber schlussendlich geht es um dein Herz. Beugt dein Herz. Geht dein Herz auf seine Knie für Gott. Und was hat das mit Evangelisieren zu tun? Habt ihr vielleicht schon einmal erlebt, dass wenn ihr die gute Nachricht von Jesus weitergeben möchtet, dass während diesem Gespräch es auf einmal nicht mehr geht? Du stehst mit dem Rücken gegen die Mauer oder es werden Fragen gestellt, hast du keine Antworten oder eine ist ganz kritisch und scharf. Ich habe es oft miterlebt, auch auf der Straße, dass Leute so kritisch waren, dass auf einmal war ich baff. Was kannst du in so einem Moment machen? Ich nichts. Aber ich kann geistlich Abstand nehmen sozusagen und innerlich beten, auf meine Knie gehen und sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe. Ohne schaffe ich es nicht. Gib mir Kraft, um das zu tun, was du mir jetzt zu tun gibst. Und du kannst es auch nach dem Evangelisieren machen, auf deine Knie gehen. Du hast Samen gestreut, Gott, machst du etwas daraus. Bevor du evangelisieren gehst, auf deine Knie. Gott, ich möchte nicht ohne dich gehen. Und jetzt gehen wir zu unseren Füßen. Wie schauen deine Füße aus? Hast du schöne Füße? Hast du schöne Füße? Stell dir vor, du bist im Haft, in einer Einzelzelle. Und du hörst einer auf dich zukommen. Er öffnet die Tür und sagt, jetzt bist du frei. Wie lieblich sind solche Füße, die so eine Nachricht bringen. Oder du wohnst im Lawinenbereich. Ich habe einen Freund, der hat in Zillertal gelebt und sein Haus ist zerstört worden wegen einer Lawine. Aber Gott sei Dank sind Leute zu ihm gekommen, seine Familie, und haben gesagt, hey, pass auf, ihr müsst ab sofort weggehen, weil das wird nicht gut sein, wenn ihr bleibt. Sie sind geflohen. Die Hälfte des Hauses ist zerstört worden. Wie dankbar waren sie für die Füße, die diese Nachricht gebracht haben. Und noch ein letztes Beispiel. Ist vielleicht nicht die beste, es ist eine Lotterie.
machen wir wahrscheinlich nicht mit, oder ich vermute es. Aber in Holland gibt es so einen Typ, der ist ganz bekannt. Er heißt Gaston. Ich weiß nicht, ob... Kennst du hier ihn? Gaston von der Postcode-Lotterie? Nicht. Er hat einen Glatzen, eine rote Jacke, ganz typisch. Und die Holländer, die wissen, wenn er in die Straße kommt, hoppala, dann gibt es Glück. Dann heißt es wahrscheinlich, wir dürfen alle unseren Lot oder sowas nehmen und wir haben einen Riesenpreis gewonnen. Kommt Gaston in die Straße, dann gibt es ein Feier. Er bringt gute Nachrichten sozusagen. Lasst uns jetzt Römer 10 lesen. Ab Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Also, wie kann ein Mensch an Jesus glauben? Ja, natürlich, im Moment gibt es zum Beispiel viele Träume im Mittenosten, wo Gott ohne einen direkten Verkündiger Leute zu sich führt. Aber der Normalfall ist, dass er verkündigt durch Menschen. Und wenn du das tust, wenn du verkündigst, dann hast du schöne, hast du liebliche Füße. Und okay, die Menschen werden wahrscheinlich sagen, na, das gefällt mir nicht, solche Füße. Die werden sogar sagen, hör auf, geh doch weg. Aber Gottes Perspektive, und er schaut vom Himmel und sagt, solche Füße gefallen mir. Sein Sohn, unserem Herrn, sagt, schöne Füße. Du bringst die Nachricht von sowohl Befreiung aus dem Haft, von Warnung bei Lawinenbereich sozusagen, und auch vom ewigen Leben gewinnen. Für ewig mit Gott sein. Das ist so viel besser als alles andere, was wir in der Welt haben. Solche schöne Füße darfst du haben. Und wenn deine Füße dich bei jemandem gebracht haben, schau dann auf deine Hände. Was hast du in deinen Händen, wenn du evangelisierst? Was darfst du streuen? Gottes Wort. Das ist das Samen. Stell dir vor, du hast das Samen in deinen Händen, wo, in meinem Fall zum Beispiel, ich hätte einen Samen und ich weiß, wenn ich das streue, dann wird wahrscheinlich ein KTM Superduke mit schönen Auspuffen, die besten Reifen, das wird wachsen im Garten. Ich werde ab sofort im Garten gehen und ich werde es pflegen, weil ich hätte gerne so ein Motorrad. Das ist ja Bombe, vor allem in Tirol, kann man überall hinfahren. Aber was hast du in deinen Händen bekommen? Gottes Wort. Und was kann dieses Samen wirken? Was kann dieses Samen tun? Glauben an Jesus. Es kann bewirken, wenn Gott dabei ist, dass einem Herzen von Stein ein fleischendes Herz wird. Es kann bewirken, dass eine, die auf dem Weg in der Hölle war, für die Ewigkeit von Gott getrennt zu sein, jetzt für ewig mit ihm und seinem Sohn leben darf. Es kann eine Person so ein Geschwister für dich machen, für die Ewigkeit. Also das ist super. Lasst uns wirklich diesen Samen streuen. Du hast etwas Schönes in deine Hände. Schlussendlich ist Gott der himmlische Bauer. Er macht es, nicht wir. Aber er verwendet dich als Samenmaschine. Er gibt dir schöne Füße, um zu gehen, und himmlische Samen in deine Hände. Eine kleine Zusammenfassung. Du, wenn du Nachfolger von Jesus Christus bist und die gute Botschaft weiterbringst, dann hast du ein Herz, das frei ist vom bösen Gewissen. Du hast geistliche Knie, du darfst jederzeit zu Gott kommen vor seinem Thron. Du hast die schönsten Füße, die es gibt, und deine Hände sind voll mit der schönsten Samen, das es gibt. Und ich habe noch nicht einmal erwähnt, dass dein Körper ein Tempel ist vom Heiligen Geist. Okay, Klaas, aber jetzt auch ein bisschen realistisch.
Was kann mit deinem Körper und Psyche alles passieren, wenn du evangelisierst? Wenn du die gute Nachricht weiterbringst? Was kann alles passieren? Ehrlich, ganz viel. Dein Körper kann kaputt gemacht werden oder getötet werden. Deine Psyche kann leiden. Das empfinden wir manchmal oder sehr oft sogar. Es gibt Scham, es gibt Verdrückung. Es gibt einen geistlichen Kampf. Es ist nicht so, dass wir als fröhliche Samenmaschinen sozusagen jeden Tag pfeifen, durch die Gegend gehen und... Nein, es ist ein geistlicher Kampf. Aber lasst mich euch ermutigen anhand Matthäus 10, ab Vers 28. Dort spricht Jesus, unser Herr: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der die Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Also dein Körper und deine Psyche kann wirklich viel leiden. Aber wenn du Jesus bekennst vor den Menschen, dann wird er vor dem Vater sagen: Hey, den kenne ich, für den habe ich bezahlt, er ist meins. Und deine Seele kann in seine Händen nicht zerstört werden. Wir können vieles miterleben, und das haben die großen Evangelisten fast alle miterlebt, wenn die überall hingegangen sind. Aber deine Seele ist sicher. Ja, du kannst mit, wenn du, ich empfinde es oft, wenn ich auf der Straße bin, wie viele Leute tun lächerlich. Und wenn sie es nicht trauen, direkt zu sagen, dann siehst du es manchmal in den Augen, lächerlich. Und es tut etwas mit einem, aber nein. Ich brauche das nicht anzunehmen. Meine Seele ist sicher bei Gott. Ich darf mit Mut weitergehen. Und auch wenn Schlimmeres passiert, meine Seele ist in den Händen von Gott. Und zur weiteren Ermutigung für evangelische John noch zwei Sachen. Und ich hoffe, es funktioniert. Ich habe ein Foto mitgenommen. Vielleicht schaffen die Leute es. Ezra, kannst du es sehen? Nicht? Okay, dann sage ich, was es ist. Es sind ein paar Blumen. Es ist noch da? Ja, es sind ein paar Tulpen. In 2019 habe ich ein paar Blumenzwiebeln in den Grund gesteckt, im Herbst. Aber das habe ich vergessen. Dieses Jahr stand ich auf meinem Balkon, ich schaute draußen und dachte, was ist denn da los in meinem Garten? Blumen? Bis mir eingefallen ist, ach klar, du hast ja selber Blumenzwiebeln gepflanzt. Aber das war in 2019. In 2020 konnte ich es nicht sehen, weil ich war in Holland und dann kam der erste Lockdown. Und da war ich 3 Monate dort und bevor ich zurückkam, ja, alle Blumen weg. Und dann haben die Leute bei mir im Haus schon gesagt: Hey, schöne Blumen hast du gehabt. Was? Ja, die Blumen draußen. Ich habe es nicht gewusst. Und dieses Jahr auf einmal habe ich es selber sehen können. Und ich denke, das ist ein Beispiel. Wenn wir evangelisieren, wenn wir Samen streuen, dann schauen wir meistens auf die direkten Umstände. Wir können jeden Tag im Garten stehen und sagen, kommt schon etwas. Es kommt vielleicht nicht schnell etwas. Aber Gott wirkt. Er lässt wachsen auf seine Zeit. Er weiß, was er tut. Es gibt Blitzbekehrungen. Leute, die von heute auf morgen sozusagen ihr Leben Jesus gegeben haben. Ja. Aber wie oft passiert das? Meistens ist es über längere Zeit. Also lass dich bitte nicht von Umständen entmutigen. Wir können auf Stephanus schauen, was passiert ist mit der ersten Kirche. Apostelgeschichte 6,8. Voll Glauben und Kraft tat er Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Du denkst, wow, super. Apostelgeschichte 7. Er predigt eine super Predigt für Juden, die schon ganz viel gewusst haben. Und was passiert? Sie steinigen Stephanus.
Er liegt tot auf dem Boden, aus und Ende. Und an diesem Tag fangen große Verfolgungen an. Saulus, später Paulus, verwüstet die Gemeinde. Und jetzt? Verzweiflung? Stimmt es doch wirklich so mit Jesus? Sollten wir wirklich weitermachen? Sollten wir wirklich die Aufgabe weiterführen? Ja, weil Gottes Pläne sind so viel größer und er verwendet die Umstände. Was ist die Folge von der Verfolgung? Was ist die Folge von der Verfolgung? Apostelgeschichte 8,4. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Also Gott verwendet diese Umstände, um Apostelgeschichte 1,8 zu erfüllen, wo Jesus sagt, dass die Lehrlinge seine Zeugen sein werden in vier Bereiche. Erstens in Jerusalem, dann in ganz Judäa, dann in Samaria, bis in die ganze Welt. Und so verwendet Gott das, was passiert ist mit Stephanus. Und das darf uns ermutigen. Der himmlische Bauer streut immer seinen Samen, wie er das will und wie er denkt, dass es gut ist. Und wir brauchen, natürlich, wir dürfen auf die Umstände schauen und was weh tut, tut weh. Wir brauchen nichts zu tun, als ob nichts los ist. Aber wir dürfen weiterschauen, wie Gott mit Umständen umgeht. Also auch für heute. Vielleicht schauen wir viel auf die Corona-Umstände. Oder dass wir eingeschränkt sind, dass wir nicht so leben können, wie wir gerne möchten. Dass bestimmte Projekte vielleicht nicht so laufen, wie wir gerne hätten. Aber Gott weiß, was er tut. Er ist dabei. Er ist der himmlische Baumeister. Also das bringt mich zu die letzte Sache. Ich wollte erst auf uns schauen. Wie hat Gott dich gemacht als Evangelist? Ein bisschen haben wir auf unsere Umstände geschaut. Und zuletzt dürfen wir immer auf den Baumeister schauen. Immer wieder. Und dann habe ich mir bei der Predigtvorbereitung gedacht, wo werde ich anfangen, euch zu ermutigen, so mit Verse oder Texten, um zu zeigen, dass unser Baumeister so herrlich ist. Ich konnte nicht entscheiden, sozusagen, weil würde ich auf die Schöpfungsgeschichte hinweisen, dass er in 6 Tagen die Himmel und die Erde gemacht hat und Galaxien zusammengebastelt hat und dass er derjenige ist, der hinten uns steht, wenn wir die gute Nachricht verteilen? Werde ich erwähnen, dass er die Tod überwunden hat in Jesus Christus? Es gibt so viel. Wir dürfen ständig wieder auf Gott schauen. Der Baumeister, der Abraham schon verwendet hat als Stein. War es für Abraham einfach? War er schön? Nein, nicht immer. Überhaupt nicht. Es war manchmal schwer. Hat Moses verwendet? War es für Moses einfach? Immer schön? Auch nicht. Er verwendet das Volk Israel. Puh, das war eine Geschichte. Und dann immer wieder die Propheten. Was haben die schwer leiden müssen? Und dann kommt sein Sohn Jesus Christus und das ist nicht irgendwo ein Stein, nein, das ist der Eckstein, das das Ganze zusammenhält. Er baut Aposteln drauf und er verwendet dich ganz persönlich als Baustein in diesem Tempel, wo er verkündigt seine Herrlichkeiten. Der Herr lässt das Werk seiner Hände nicht im Stich, Psalm 138. Also liebe Geschwister, du bist Baumaterial, du bist ein Stein. Wenn du auf der Straße bist, wenn du dein Enkelkind, wenn du die hast, vielleicht etwas erzählst, wenn du deine Kinder etwas erzählst, wenn du deiner Freunde etwas erzählst, wenn du irgendwo eine kleine Karte hinterlässt und einen kleinen Brief schreibst, wenn du für einen betest, auch für die Leute, die auf der Straße sind zum Beispiel, wenn du einem einen YouTube-Link schickst mit einer Predigt oder eine kurze, keine Ahnung, Bible Project Link oder so. Gott verwendet dich als Lobstein, als Jubelstein in seinem Haus. Also bevor du nachdenkst, wie soll ich evangelisieren? Was ist es genau? Und warum? Darfst du erst wissen, warte mal, wer bin ich eigentlich? Dann darfst du deinen Rücken gerade machen, weil Gott dir die so eine schöne Aufgabe gegeben hat. Er steht hinter dir. Du bist so wertvoll
in den Händen von dem Baumeister. Er weiß, was er tut. Und ja, ich bin einfach dankbar, dass wir diese Aufgabe haben. Und ich habe es nicht vorbereitet, aber ich möchte es trotzdem sagen, wenn ich manchmal auf der Straße bin, evangelisch sehen, dann beten wir mit diesem Kreis von Freunden. Und eigentlich, was mir fast immer einfällt, ist, Gott, danke für die Ehre, dass wir sowas machen dürfen. Danke, dass wir auf die Leute zugehen dürfen und deinem Sohn erzählen dürfen. Du baust es, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich bin immer wieder überrascht, wie du wirkst, nicht ich. Und er will auch euch so verwenden für sein Reich. Amen.